الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حياكم الله und herzlich willkommen zur 45. Sitzung der Lesung und Erläuterung von Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam von Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und haben noch einen Hadith bei dem Unterkapitel al-Tayammum, und dann werden wir inshallah heute mit einem neuen Unterkapitel anfangen. Wir lesen zunächst einmal die drei Hadithe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi asalimikum ahsanallahu ilaykum ila al-hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala annahu qala babul hayd. Qabla al-hadith ila qabla. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بن أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يرى، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صخرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. نعم، أحسنت. Das ist der Hadith Nummer 117. Ibn Abbas, möge Allah mit beiden zufrieden sein, berichtete: Es gehört zur Sunna, dass der Mann mit dem Tayammum nur ein einziges Gebet verrichtet. Hierauf soll er für das nächste Gebet nochmal den Tayammum vollziehen oder durchführen. Überliefert von Ad-Darqutni mit einer sehr schwachen Überlieferungskette. Das ist jetzt der letzte und abschließende Hadith in diesem Unterkapitel, wo es um At-Tayammum geht, und At-Tayammum ist die rituelle Trockenreinigung mit Erde. Und es geht hier um Folgendes: Wenn du jetzt den Tayammum machst, du bist zum Beispiel auf der Reise und du hast kein Wasser, und du hast jetzt den Tayammum für das Mittagsgebet durchgeführt, und dann tritt die Zeit zum Beispiel für das Abendgebet ein, darfst du mit diesem Tayammum vom Mittagsgebet auch das Abendgebet verrichten, oder musst du für jedes Gebet einen extra Tayammum machen? Das hat mit der Thematik zu tun, die wir bereits hatten, und hierbei kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Ist der Tayammum eine Reinigung
wie das Wasser und behebt er die rituelle Unreinheit oder ist er lediglich eine Erlaubnis für die Verrichtung des Gebets? Na, darum geht es hier in diesem Kapitel. Dieser Hadith wurde von Ad-Darqutni überliefert und er ist sehr schwach, was die Überlieferungskette angeht. Und man wird sich da natürlich auch fragen, okay, ein Hadith, der als sehr schwach eingestuft wurde, wie kann er als Beweiskraft oder als Beweis angeführt werden? Warum wird er erwähnt? Das werden wir inshallah gleich erfahren, wie hierbei vorgegangen wird. Denn das ist eine oft auftretende Frage. Der Hadith ist doch schwach. Handelt man danach oder handelt man nicht danach? Wie geht man mit einem schwachen Hadith um? Na, dieser Hadith hier wurde über die Überlieferungskette von Al-Hasan ibn Umara, dieser über Al-Hakam ibn Utayba, dieser über Mujahid ibn Jabr und dieser über Ibn Abbas überliefert. Und Ad-Darqutni sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und Al-Hasan ibn Umara ist schwach. Und Ad-Darqutni hat auch eine Vorgehensweise, dass er oft in seinem Sunna-Buch einen Hadith überliefert oder gezielt schwache Hadithe überliefert und dann, nachdem er sie überliefert hat, auf die Schwäche hinweist. Und hier hat er diesen Hadith, diesen schwachen Hadith, der marfu' ist und auf den, der auch von der Mawquf auf Ibn Abbas ist, aber den Hukm von Ar-Rafa' hat, also den Hukm hat, dass er auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist, als schwach eingestuft. Ali ibn al-Madini, rahimahullah, sagte sogar über diesen Al-Hasan ibn Umara, diesen Überlieferer, er sagte über ihn, er pflegte Hadithe zu legen bzw. zu erfinden. Das ist die höchste Einstufung des Jarh, der Verletzung oder der Kritik, dass jemand bezichtigt wird, dass er Hadithe gelegt hat oder dass er Hadithe erfunden hat. Und Ibn Hajar selber, er stufte diesen Hadith als sehr schwach ein, wie hier bei Bulugh al-Maram zu sehen ist. Und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith ebenfalls als sehr schwach ein. Na, kommen wir jetzt zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Ibn Abbas sagte hier, es gehört zur Sunnah. Was meint er damit? Damit meint er die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und somit ist dieser Hadith vom Urteil her, auch wenn Ibn Abbas das gesagt hat, aber er ist vom Urteil her auf den Propheten marfu' zurückzuführen. Das hört man oft. Man sagt, Al-Hadithu mawquf. Der Hadith ist mawquf, also er ist vom Sahabi getätigt worden. Oder der Sahabi hat das gesagt. Aber vom Urteil her ist er marfu', ist er auf den Propheten a.s. zurückzuführen. Wenn zum Beispiel der Sahabi sagt, von der Sunna, was meint er von der Sunna? Damit meint er die Sunna des Propheten a.s. Also ist dieser Hadith ihm zuzuschreiben, dem Propheten a.s. Oder ein Sahabi sagt, das ist halal oder das ist haram. Kann ein Sahabi sagen, halal oder haram? Nein. Dann sagen wir, okay, das ist auch wieder auf den Propheten a.s. zurückzuführen. Das war erstens. Zweitens, aus diesem Hadith wird entnommen,
dass derjenige, der den Tayammum durchgeführt hat, damit nur ein Gebet verrichten darf. Du hast jetzt zum Beispiel, du bist krank und du bist sesshaft. Du kannst nicht die Gebetswaschung vollziehen und du hast Tayammum gemacht und damit das Mittagsgebet verrichtet. Wenn du dann später ein weiteres Gebet verrichten willst, musst du nochmal den Tayammum neu durchführen. Das ist dann drittens. Wenn man ein weiteres Gebet verrichten möchte, muss man ein weiteres Mal den Tayammum durchführen. Viertens, das ist das, was ich eben erwähnt hatte. Dieser erwähnte Hadith ist schwach und sehr schwach sogar und kann aufgrund dieser Schwäche nicht als Beweiskraft angeführt werden. Aber es gibt eine starke Überlieferung von Nafi'. Nafi' ist ein Tabi'i und er ist der Schüler von Ibn Umar. Es gibt eine starke Überlieferung von Nafi', der sagte, Ibn Umar pflegte für jedes Gebet den Tayammum durchzuführen. Okay, also haben wir jetzt hier. Durchzuführen. Und Daraqutni sagte sogar, Qatada, ein Tabi'i, pflegte danach zu handeln und hierfür die Fatwa zu geben. Also wir haben jetzt hier die Aussage eines Sahabi. Eines Sahabi, der danach gehandelt hat. Er hat für jedes Gebet den Tayammum neu durchgeführt. Und das hat mit folgender Thematik zu tun. Und zwar, und da hierbei kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten, Hal qawlu sahabiyyi hujjah, ist die Aussage von einem Sahabi ein Beweis oder eine Beweiskraft, wenn der Sahabi zum Beispiel etwas sagt. Und es gab hier verschiedene Ansichten, aber eine bekannte Ansicht der Gelehrten ist, wenn der Sahabi eine Aussage getätigt hat, die nicht einem Text widerspricht, also die keinem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Das erstens. Zweitens, es keinen gibt, der unter den Sahaba, der ihm widersprochen hat, dann wird von vielen Gelehrten die Aussage des Sahabi als Beweis angeführt, und als Beweis gesehen. Und das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig bei einem Sahabi. Und was sagt Al-Bayhaqi? Al-Bayhaqi sagt hinsichtlich dem, was über Ibn Umar überliefert wurde. Er sagte, diese Überlieferungskette ist authentisch, ist sahih von Ibn Umar, dass er pflegte für jedes Gebet den Tayammum zu durchführen. Und das Authentischste in diesem Kapitel ist der Hadith von Ibn Umar. Und er, also dieser Hadith von Ibn Umar, ist ausreichend als Beweiskraft, dass man ihn als Beweis anführt. Warum ist er ausreichend? Da es keinen unter den Sahaba gibt, der ihm hierbei widersprochen hat. Und Allah weiß es am besten. Ende seiner Aussage. Nein. Das ist stark. Also wir haben zwar diesen schwachen Hadith, aber der ist schwach. Den schwachen Hadith von Ibn Abbas über den Propheten. Aber wir haben über Ibn Umar seine Aussage oder seine Tat, die das bestätigt. Und keiner von den Sahaba
hat dem widersprochen. Na, kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten hinsichtlich dieser Thematik. Und zwar die Gelehrten, barakallahu fikum, waren sich uneinig, ob der Tayammum wie das Wasser die kleine rituelle Unreinheit behebt oder lediglich eine Erlaubnis für die Verrichtung des Gebetes ist. Na, die Malikiyya und Schafiriyya und die bekannte Ansicht der Hanabila besagt, oder die Ansicht bei ihnen besagt, dass der Tayammum nicht die kleine rituelle Unreinheit behebt, also nicht den Hadath behebt, sondern nur eine Erlaubnis für die Verrichtung des Gebetes darstellt. Und deshalb sahen sie es als verpflichtend an, für jedes Gebet den Tayammum durchzuführen. Das ist also die Ansicht der Malikiyya, der Schafiriyya und die bekannte Meinung der Hanabila, dass man für jedes Gebet den Tayammum durchführen muss. Und das wurde unter anderem in ihren bekannten Büchern in Al-Umm, und Al-Umm wurde von Imam Schafiri selbst verfasst, und in Al-Tamhid von Ibn Abd al-Barr und in Al-Mughni von Ibn Qudama erwähnt. Das ist also die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, und zwar die Hanafiya, waren der Meinung, dass es erlaubt ist, mit einem einzigen Tayammum mehrere Gebete zu verrichten, da er, also der Tayammum, die rituelle Unreinheit behebt. Sie sagten, du kannst mit einem Tayammum, einmal Tayammum, das ist wie die Gebetswaschung. Wenn du die Gebetswaschung vollzogen hast, kannst du damit das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet und das Abendgebet zum Beispiel und das Nachtgebet verrichten. Gleiches gilt für den Tayammum. Das ist also die Ansicht der Hanafiya und eine andere Ansicht von Ahmed oder eine andere Überlieferung über Ahmed und Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Taymiyyah war ebenfalls dieser Ansicht. Na, aber wir haben, Allahu alim, also beide Ansichten sind stark, aber die erste Ansicht scheint stark zu sein. Vor allem wegen der Überlieferung über Ibn Umar. Und wenn man danach handelt, dass man sagt, wenn ich Tayammum mache, so mache ich für jedes Gebet immer neu den Tayammum, dann ist man hierbei auf der sicheren Seite. Wallahu ta'ala a'lam. Nein, damit haben wir das Unterkapitel von Tayammum beendet. Kommen wir zum neuen Unterkapitel. Der Musannif, der Autor, sagte, Babul Hayyad, Kapitel, und das ist das 10. Unterkapitel, und das letzte Unterkapitel, dann sind wir inshallah mit Kitab al-Tahara fertig. Die Menstruation oder die Menstruationsblutung. Und sprachlich bedeutet Menstruation, im Arabischen heißt es Al-Hayd, bedeutet, wenn etwas fließt oder das Fließen. Und terminologisch oder fachbegrifflich bedeutet es, oder ist damit gemeint, natürliches Blut, welches zu bestimmten Zeiten bei der reifen Frau aus der Gebärmutter austritt. Und der Beweis für Al-Hayd, für die Menstruation, sind der Koran, die Sunna und der Ijma'. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى. Und sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag, sie ist ein Leiden. Was die Sunna angeht, oder die Beweise aus der Sunna angeht, so sind diese zahlreich. Und
Die werden inshallah in den nächsten Unterrichten erwähnt. Und dann gibt es den Ijma', es besteht Konsens unter den Gelehrten und hinsichtlich der damit zusammenhängenden Regeln. Und eine Anmerkung, und zwar viele Gelehrten oder viele Gelehrte erwähnen immer, dass dieses Kapitel Al-Hayd zu den schwierigsten und kompliziertesten Fiqh-Themen überhaupt zählt. Es fängt schon an bei der Festlegung. Manche Frauen zum Beispiel, bei ihnen dauert die Monatsblutung 5 Tage, bei anderen 6 Tage, bei anderen 8 Tage, 9 Tage und so weiter. Manche Frauen leiden zusätzlich noch an anderen Blutungen. Dann kommt es hierbei zur Schwierigkeit, die andere nicht menstruelle Blutung von der menstruellen Blutung zu unterscheiden. Deswegen ist dieses Thema wirklich sehr, sehr schwierig. Und manche unter den Tabi'un, große Gelehrte unter den Tabi'un, pflegten zu sagen, fragt die Frauen. Wenn sie diesbezüglich gefragt wurden, sagten sie, ich weiß es nicht, geh und frag hier die Frauen. Na, kommen wir zu dem ersten Hadith in diesem Unterkapitel oder bei diesem Unterkapitel. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, Fatima bint Abi Hubeish hatte nicht menstruelle Blutungen. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, zu ihr, gewiss, das Menstruationsblut ist ein schwarzes und bekanntes Blut. Wenn dies nun so ist, dann enthalte dich vom Gebet. Doch wenn es das andere Blut ist, dann vollziehe die Gebetswaschung und verrichte das Gebet. Überliefert von Abu Dawud und An-Nasa'i, Ibn Hibban und Al-Hakim stufen ihn als authentisch ein, aber Abu Hatim Ar-Razi missbilligte ihn, den Hadith oder diese Überlieferungskette. Nein, diesen Hadith hat Aisha radiyallahu anha überliefert. Und über Aisha hatten wir schon oft gesprochen. Und was die Authentizität des Hadith mit diesem Überlieferungsweg angeht, so kam es hierbei zu Unstimmigkeiten. Und manche oder einige große Huffar sagten, dass dieser Überlieferungsweg nicht authentisch ist. Dieser Hadith wurde von Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban und Al-Hakim überliefert. Und zwar über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Abi Adi dieser von seinem Gedächtnis heraus, min hifzihi, dieser über Muhammad ibn Amr, dieser über Ibn Shihab al-Zuhri, dieser über Urwa und dieser über Aisha. Naam. Nachdem Abu Dawud diesen Hadith überlieferte, erwähnte er etliche weitere Überlieferungswege. Und das ist eine Seltenheit. Also das macht zwar manchmal Abu Dawud, dass er weitere Überlieferungswege erwähnt. Er nimmt einen Hadith und dann erwähnt er einen zweiten oder einen dritten. Aber hier in diesem Fall hat er viele, sehr, sehr, sehr viele weitere Überlieferungswege erwähnt.
Und Allahu a'lam, ich weiß nicht, ob er damit vielleicht zumindest indirekt auf die Umstrittenheit Al-Ikhtilaf hindeuten wollte. Als ob er sagen wollte, schau, dieser Hadith hat etliche Überlieferungswege und es kam hier zum Irtirab. Irtirab bedeutet, wenn es zu Unstimmigkeiten bei einem Hadith kommt. An-Nasa'i machte genau das Gleiche. Und An-Nasa'i überlieferte diesen Hadith sogar über ungefähr 36 Überlieferungswege. Das ist auch, das macht er zwar An-Nasa'i öfters, aber diese Anzahl ist sehr, sehr groß. Und wallahu a'lam, das ist auch vielleicht ein indirekter Hinweis auf die Umstrittenheit des Hadith. Abu Hatim al-Razi, rahimahullah, der große Hafiz und der große Naqid, dessen Wort bei solchen Unstimmigkeiten gesucht wird. Das sind diese ganz großen Huffaz, wie Ahmed, wie Ali ibn al-Madini und wie diese Ar-Razi, wie die beiden Ar-Razian, wie Abu Hatim Ar-Razi und Abu Zur'a Ar-Razi. Wenn es zu großen Unstimmigkeiten kommt und zu Unklarheiten kommt, dann wünscht man sich immer, dass man von diesen Meistern etwas findet, dass sie darüber gesprochen haben. Und er hat hier gesprochen. Und zwar sagte er in seinem großartigen und wichtigen Werk Al-Ilal, welches sein Sohn gesammelt hat, er sagte, Muhammad ibn Amr wurde hier bei dieser Überlieferung nicht bestätigt oder nicht gestärkt. La yutaba. Und er, also dieser Hadith, ist Munkar, ist verwerflich. Und diese Aussage ist Gold wert. Ibn Hibban und Al-Hakim, die beide diesen Hadith in ihren beiden Sahih-Werken überlieferten, haben diesen Hadith als authentisch eingestuft. Und Sheikh Abdullah Sa'd sagte, dass dieser Wortlaut Shadh ist. Weil ursprünglich wurde dieser Hadith in Al-Bukhari und Muslim überliefert, aber nicht mit diesen Wortlauten, sondern auf eine etwas andere Art und Weise. Deswegen kam es hier zu diesen Unstimmigkeiten. Na, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Und das sind wichtige Regeln für die Frau. Und zwar zunächst einmal, erstens, in diesem Hadith wird das Menstruationsblut bestätigt und dargelegt und erläutert. Zweitens, es wird auch hier erwähnt, dass es bei manchen Frauen zu nicht menstrueller Blutung kommen kann. Nicht jede Blutung ist gleichzeitig auch die Blutung der Menstruation oder die Menstruationsblutung. Das muss unterschieden werden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil viele denken dann immer, okay, es ist zu einer Blutung gekommen und dann, was macht sie? Sie betet nicht und sie fastet nicht, etc. Und dann wurde hier in diesem Hadith auch zumindest auf einige Unterschiede oder auf einen Unterschied hingewiesen, und zwar die Farbe, dass es hier einen Unterschied gibt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gewiss, das Menstruationsblut ist ein schwarzes und bekanntes Blut. Also bekanntes Blut, damit ist gemeint, die Frauen wissen, wie das Menstruationsblut ist und sie kennen das. Wenn die Frau dann dieses Blut sieht, dann enthält sie sich vom Gebet. Sie betet dann nicht und sie fastet nicht. Aber wenn es ein anderes Blut ist, was nicht typisch oder was nicht wie das Menstruationsblut ist, dann soll sie die Gebetswaschung vollziehen und ganz normal ihr Gebet verrichten. Und das ist jetzt viertens. Und zwar beim Menstruationsblut darf die Frau keine Gebete verrichten und auch nicht fasten.
Bei der nicht menstruellen Blutung dagegen muss sie das Gebet verrichten und auch fasten. Und fünftens, dazu kommen wir dann aber bei einem späteren Hadith nochmal etwas ausführlicher, wer an nicht menstrueller Blutung leidet, so ist das eine Art Krankheit. Na, und das wird dann, inshallah, im nächsten Hadith, der auch hier mit der gleichen Thematik zu tun hat, inshallah dann etwas ausführlicher erläutert. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد.